Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei 1111. Wir spielen wieder Harry, der hier noch auf einem Schiff unterwegs ist. Ich habe starke Bedenken, weil davor haben wir noch Kurt gespielt, der in einem Zug unterwegs ist, der mit Minen beladen ist. Und Stichwort Minen, Schiff, keine gute Idee. Jetzt will erstmal der Big Boss hier von mir ein Foto haben. Unter der Fahne. Harry, over here, son. Let's try some photographs. Ja, guck mal wieder so ein bisschen zur Seite. Wir wollen ja wieder hier golden. Ja. Oh, Mist. So. Ganzer Kerl. Ja, here's an idea. You, private. Get over here on the double. Noch mehr. Ihr seid doch überhaupt nicht eitel, Leute, oder? That's it. Smile for the camera, my lad. Ja, smile, Junge. Guck's ja wie Frankensteins Monster. Naja, okay. Er hat geblinzelt, glaube ich. Let's try one with the ocean in the background. Okay. Das finde ich nice. Oh oh. Wait. Mines. Ich suche einen Platz, um nach Hause zu schreiben. Beim nächsten Wagen kann bestimmt jemand bei so etwas helfen. Und Vorsicht auf dem Weg nach draußen. Oh, was für ein Cliffhanger. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Okay, wir sind... Oh Gott, diese Minen. Bei der kleinsten Erschütterung können die hochgehen, hat er gesagt beim letzten Mal. Und da steckt ihr die in einen verdammten Zug. Naja, wahrscheinlich besser als die Autos damals. Oder diverse andere Fortbewegungsmittel, sagen wir es so. So. Komme ich hier durch? Ich will jetzt keine... So. Du bist seekrank. Oh, das tut mir leid für dich, Junge. Die sind alle nicht so wirklich auf der Höhe hier, oder? Da ist noch was. Seid nicht so wirklich gesund, Leute. Okay. Okay, ich will da lang. So, jetzt kann ich drüber klettern oder wie ist das gedacht? Ach nee, ich kann es ziehen oder schieben. Okay. Dann schieben wir es einfach. Also ich wäre einfach drüber geklettert, aber ist schon okay, Kurt. Ist schon okay. Hier ist noch was. Deutsche Ausrüstung. Die Ausrüstung eines Soldaten. Auf beiden Seiten ist der Uniformstoff sehr dick und robust. Die Ausrüstung wiegt mit Gewehr und Munition bis zu 25 Kilogramm. Die Uniform ist so entworfen, dass sie die Soldaten auch in Schneestürmen und im Regen warm hält. 1916 werden die berühmten deutschen Pickelhauben durch einen Stahlhelm ersetzt, der auch als Vorbild für die deutschen Helme im Zweiten Weltkrieg dient. Dokument von Robin Schäfer. Kahle geht auf Urlaub. Okay. So, so. Habe ich jetzt eigentlich schon wieder ein Collectible übersehen, oder? Konversationsbuch, da kommt noch ein bisschen... Also hier fehlt noch einiges, ne? Hm, weiß man nie so recht. Okay, wir... Ach Gott. Kurt, wo du über... Oh, oh. Oh, oh, Kurt, mach keinen Scheiß. Mines, mines, mines. Christ, we're the only ones here. We need to let the captain know. Oh shit.
Listen, oh, ring the bell on the right, if the ship should steer right. Or ring the bell on the left, if the ship oder should steer left. Ich. Look lively, lad. I'll tell the captain. You keep your eyes on the sea. Hilfe. So, there I was, running left and right, ringing those bells like I was in church. I don't expect you to believe me, but I'm telling you, that's what happened. To this day, I kannst don't know du dich why mal schneller bewegen, me Junge? To signal the captain. Hallo? But for the first kannst time du dich in my life, mit dir? Moment mal. Muss doch irgendwo. Ich muss doch rennen können. Steuerung in der abbrechenden Fotomodus. Rennen mit R2. Ja. Das habe ich doch schon ein paar Mal versucht. Okay. Felt like I had purpose. Gott. Rennen, Junge, rennen! Rennen! So, ich glaube, nach links ist besser. Ja. Gott, ich weiß es nicht. Da vorne kommt doch gleich noch eine Mine. Oh Gott, Hilfe! Nach rechts, nach rechts! Oh, das wird knapp. Kommt nichts mehr, oder? Alles gut. Through without a scratch. I knew you had it in you, lad. Keep it up and that girl back home will be yours in no time. Ha! Das ist das Einzige, woran ihr denkt, now, oder? There's a photo for you, Harry. The King's finest. Clearing the path to our victory. Der Räumdienst. Okay. Je mehr du dich mit Leuten unterhältst, desto mehr wirst du deiner Familie zu erzählen haben. So gar nicht meinen, aber der hat vielleicht eine Stimme. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Lothar. Hallo, Lothar. Ich bin Kurt. Eins nach dem anderen. Magst du Musik? Dann setz dich und wir spielen noch was. Okay. Der Himmel wölbt sich übers Land. Ade. Soll ich mit der Wand sprechen? Okay, ich spreche mit der Wand. Hey, auf dem Land ist es noch schlimmer. Da wird langsam alles knapp. Die deutschen Vorräte sind so knapp. Wir mussten den Nachschub für Bulgarien streichen. Oh. Ich hab dir nichts zu sagen. Nur nicht den Mut verlieren. Diese verdammte Uniform kratzt. Ich arbeite schon seit Stunden. Es ist richtig, dass wir hier sind. Das weiß ich. Hey, auf dem Land ist es noch schlimmer. Da wird langsam alles knapp. Die deutschen Vorräte sind so knapp. Okay, das wiederholt sich. Okay. Das sieht für uns nicht so gut aus. Was haben wir hier? Ich glaube, da kann ich mich niederlassen. Ich will erst mal hier gucken. Er sagte ja, setz dich. Nochmal zurück. Aber das ist wahrscheinlich... Je mehr du dich mit den Leuten unterhältst, vielleicht habe ich ja neue Optionen. Gucken wir mal. Wer weiß. So. Was war denn das hier jetzt? Hä? Ach nee, ich hätte hier. Ah ja, ja, ja. Nee, 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 schon gut. Mann, Kurt! Mach doch mal was richtig. Mach doch einmal was richtig. Der kotzt immer noch.
Hier kann ich übrigens die Perspektive ändern. Kamera steuern. Fällt mir mal gerade auf. Das konnte ich aber hinten nicht machen. Kann ich nur verschieben? Okay. Du motzt mich wieder an, schätze ich mal. Nö. Dann kletter ich mal wieder aufs Dach. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun hier. Ich kann ja mit den Leuten... Obwohl, ich habe mich doch mit allen unterhalten. Die können ja jetzt nicht nochmal Leute da hinsetzen, mit denen ich mich unterhalten könnte, oder? Komm. Und nichts Besseres zu tun, als hier mein Leben aufs Spiel zu setzen. So, kann man sich mit euch unterhalten? Hier war doch ein ganzer Haufen von euch. Oh, ja, ich weiß, schwerer Raucherhusten und so, aber... Nee, da scheint sich nichts zu ergeben. Mit euch auch nicht, ne? Mit euch ja... Oh, Kurt, was tust du? Hilfe, Kurt, du machst mich fertig. So, ihr wollt auch alle nicht mit mir reden, ne? Nee. Nee, Kurt, tut mir leid. Dann, so, jetzt weiß ich ja, wie wir rennen können. Du rennst nur nicht. Ja, auch gut. Na, er kann zumindest Stechschritt. Einen guten deutschen Stechschritt. So. So. Komm, Kurt, auf. Das hätte ich mir sparen können. Naja. Es wäre auch irgendwie fies gewesen, oder? Wenn sie jetzt da nochmal welche, nochmal Gesprächsoptionen freigeschaltet hätten. Ist da ein Collectible eigentlich hier? Ich sehe da irgendwo. Seht ihr diesen hellen Fleck? Aber ich glaube, das ist nur Grafik. Okay. Hm. Ist das ein Miezekätzchen? Das ist eine Katze, oder? Mit viel Fantasie könnte man das für eine Katze halten. Hm. Wie süß. Wie süß ein Kätzchen. Na gut, Leute, komm, lass uns ein Ständchen singen. Das Land Ade, auf Wiedersehen. Komm. Wir ruhen all in Gott. Ja, hab ich schon gedacht. And so I found somewhere to write, to focus on what I must tell our daughter. I will, of course, be careful of the words I use. She's still so young. Please tell Lucy. Sorgfältig darüber nach, was Kurts achtjährige Tochter erfahren soll. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie alt ist sie? Diese Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Story. Bloß kein Druck, Leute. Bloß kein Druck. So, endlich habe ich einen Platz zum Schreiben gefunden, um mich auf das zu konzentrieren, was ich unserer Tochter sagen muss. Ich werde natürlich auf meine Worte achten. Sie ist ja immer noch jung. Bitte sag Lucy. Wow. Ich würde das Ganze jetzt nicht als Abenteuer... verharmlosen. Wir erzählen ein bisschen von der Musik. Papa ist in den Krieg gezogen, aber ich bin nicht allein. Ich habe heute ein paar Männer getroffen, die Musik machen. Sie haben mich an dich erinnert, mein Schatz. Ich wünschte, du hättest sie hören können. Okay? Papa ist in den Krieg gezogen. Das ist zwar nicht, was ich gewollt habe, aber wir können unser Leben nicht immer so leben, wie wir es gerne möchten. Eines Tages wirst du das verstehen. Boah, das ist ein bisschen kaltherzig, oder? Papa ist unterwegs zu einem großen Abenteuer. Das Abenteuer ist vielleicht nicht immer so aufregend wie in den Geschichten, die du so sehr magst, aber es ist trotzdem ein Abenteuer. Das ist ziemlich verharmlosend, oder? Man kann sich auch heroisch darstellen, aber... Papa ist in den Krieg gezogen, aber ich bin nicht allein. Ich habe heute ein paar Männer getroffen, die Musik machen. Sie haben mich an dich erinnert, mein Schatz. Ich wünschte, du hättest sie hören können. Ich finde, das ist ein guter Mittelweg. So, jetzt kann ich ihr die Wahrheit an Lüge oder Vimy? Stichwort nicht freigeschaltet. Wer ist Vimy?
Aber musst du fort, weil dein Bruder Max verschwunden ist. Niemand weiß, wo er ist und darum muss Papa ihn finden. Das ist meine Pflicht als sein Vater. Oder die Lüge, Papa musste fort, weil dein Bruder Max mich im Kampf gegen den Feind um Hilfe gebeten hat. Ich muss gehen und an seiner Seite kämpfen. Oh. Ich glaube, so Bruder Max verschwunden ist, dann macht sie sich nur doppelt Sorgen. Oh, das ist schwierig. Kampf gegen den Feind? Ich weiß es nicht. Da bin ich mir unsicher. Ich würde jetzt die Wahrheit einfach schreiben. Alpiersbach. Stichwort nicht freigeschaltet. Was? Habe ich wohl einiges verpasst. Okay, bald. Ich hoffe, ich bin Weihnachten wieder bei euch zu Hause, Lucy. Ein Geschenk für dich habe ich auch schon ausgesucht. Lange Zeit. Ich fürchte, ich schaffe es zu Weihnachten noch nicht nach Hause, Lucy. Sei bitte nicht traurig. Ich schreibe dir so oft ich kann. Oh, das ist jetzt auch gemein. Das ist so wie jetzt Corona, weißt du? Wo es hieß, ja, zu Weihnachten ist dann wieder gut. Wir müssen jetzt ein bisschen Zähne zusammenbeißen und dann klappt es dann doch nicht. Und dann ist die Enttäuschung umso größer. Aber oh, ist das zu hart für die Kleine? Wenn ich jetzt schreibe, ich bin zu Weihnachten da und ich bin nicht da, dann ist sie super, super, super traurig. Und wenn ich sie jetzt schon schreibe, dann ist sie auch super, super, super traurig. Ich würde ja eher schreiben, ich hoffe, ich bin zu Weihnachten. Ach, da steht's ja auch. Ich hoffe, ich bin Weihnachten wieder bei euch zu Hause, genau. Ich hoffe es ja unverbindlich, er verspricht's ja nicht. Doch, das finde ich okay. Gut. I hope she would understand. I hope you both would understand. Das macht mir etwas Sorgen, aber gut. Fortune smiles on me, Katrin. I've made new friends. Franz und Lothar. We play cards when we have the time and talk of home often. They're good men. I have arrived now, stationed at Vimy as an engineer. Engineers can use the radios, and I will listen for news of Max every single day. Clever. We spent weeks on that boat, and it was a few weeks more before we got to Vimy. I was so excited. Hell, I was like a kid at Christmas. And with the Major looking out for me, I wouldn't have to worry about the war. Monate bis zum Frieden. So, mit wem machen wir weiter? Höhenrücken von Vimy, deutsche Seite oder das Umland von Arras, Frankreich? Oder Arras? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Harry oder Kurt? Ach komm, machen wir mit Harry weiter, weil wir gerade Kurt hatten. I don't have to worry about taking photos. This is it, Harry. Vimy. Follow me, son. I passed through here on my way back to Canada. Hasn't changed a bit. Okay, sie treffen sich jetzt beide von jeweils unterschiedlichen Seiten in Vimy. Come, I'll show you where you can send letters home. Vielleicht schicke ich Julia einen Brief. Kann ich hier Fotos machen? Interessante Motive, da haben wir was. Major Barrett, tratschende Soldaten. Oh, ich kann auf jeden Fall was machen. Nein, bleib doch stehen! Ach, Mensch. Wo sind die tratschenden Soldaten? Da hinten. Ach, da ist der Stuhl im Weg. So ein Scheiß. Nice picture. Den Brunnen Major Barrett. Ja, so richtig stufenlos zoomen oder so konnten sie anscheinend noch nicht. Jetzt
überzeuge ich den Brunnen und Major Barrett. Und noch was? Warum muss ich jetzt an Asterix und Obelix denken? Leute, das ist ja komplett unangemessen. Okay, ich kann mit euch hier tratschen. Tratschen wir mal. Is that a camera? Nice. Hübsch. Just one for Harry Lambert. You know him? That'll be from the pretty one back home, no doubt. Here, from a Julia Taylor. Oh, da freut sich einer. Dear Harry, I still can't believe you left. Our own Harry Lambert, taking photographs of the Great War. It doesn't seem real somehow. My father knows his best camera is missing. He suspects you have it, but I told him it's not in your nature to steal. I won't tell if you won't. I know you're only there to take photographs, but I do worry about you, Harry. Stay close to Major Barrett. He seems like a good man who will surely keep you safe. Please write back as soon as you receive this. Send a picture if you can. Yours sincerely, Julia. Mm-hmm. Okay. Meet me by the three artillery cannons over there. Right. I'll show you the kind of photos we need. You gonna reply? Folk back home love receiving pictures. Schick ein Bild nach Hause zu Julia. Das Bild, das du Julia schickst, hat eine Auswirkung auf ihre Gefühle für dich. Okay. Okay, natürlich nur die. Also, wenn ich jetzt Fotos von diesem Barrett ihr schicke, dann denkt sie, dann ist sie ja wieder... Nee, schlechte Idee. Komm, hier, Sonnenuntergang mit Möwe finde ich toll. Oder das? Ich finde hier, Sonnenuntergang mit Möwe machen wir, oder? Das hier ist langweilig, das finde ich ganz nett. Von Barrett ist halt... Also das finde ich schon irgendwie am coolsten von allen, aber wir schicken jetzt keine Fotos von Barrett. Da schießen wir uns ja selbst ins Knie. Ah, ich sehe gerade, die Zeit wird schon wieder ein bisschen knapp hier. Thank God for the rum. Ich danke Gott für den Rum. Das ist gut. Wie wär's, wenn wir jetzt erstmal Schluss machen für heute? Dann können wir nämlich in Ruhe noch hier uns umschauen und alles. Beim nächsten Mal. Und schauen, wie es weitergeht. Ja, ich denke, das machen wir so. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao.